Hallöchen, willkommen zurück zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo zum Spiel Wiggles. Ja, wir sind in der Version 1.2.1 vom Diggles Mod Manager und heute soll es um die Mod Switcher Generator Dungeon gehen. Ich habe auch schon ein paar andere Videos gemacht zu anderen Mods in dieser Liste. Wer die noch nicht gesehen hat, der kann gern mal in die anderen Videos reinschauen und da mal vielleicht auch ein Like da lassen. Und hier gerne auch, wie auch immer. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, Switcher Generator Dungeon ist eine Mod, die naja, mit einem komischen Namen ist. Und die hat eigentlich fünf verschiedene Knöpfe hinzu. Einmal kann man mit ihr komplett die Höhengenerierung ausschalten und die anderen vier Knöpfe sind für die Urwald-, Schwefel-, Kristall- und Lava-Höhlen. Die kann man dann nochmal explizit einzeln ein- und ausschalten. Genau, also wenn man das hier ausmacht, kommen gar keine Höhlen und wenn man hier halt den Schalter anhat und hier halt einzelne ein- und ausschaltet, kommen halt die Höhlen oder halt eben auch nicht. Das können wir uns jetzt auch gleich mal alles anschauen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die rübernehmen und letzten Mod drücken. Die Mod hat auch keine weiteren Einstellungen. Und ins Spiel reinschauen. Dann sehen wir, dass wir mit F1, das ist halt dieses Wiggles Hauptmenü, haben wir hier jetzt den Game Manager Punkt mit diesen vier Knöpfen. Ne, fünf Knöpfen. Sorry, ich verwechsel immer die Zahl. Die erreicht man hier oben auch, ich glaube, über Hauptmenü. Nee, über Hilfe. Ich glaube über Hilfe, ne? Hilfe, genau, über Hilfe. Ja, das ist jetzt hier. Diese Schalter sind auch automatisch schon so eingestellt, wie die Welt es vorgibt, auch in der Kampagne. Da muss man dann aufpassen. Beim Weltenwechsel ändert sich das nämlich nicht. Also wenn man die nächste Welt öffnet, dann muss man hier auch, ich drücke mal die falschen Knöpfe, muss man hier dann halt auch, wenn man dann in die Schwefelwelt kommt, die Schwefelwelt einschalten und die Urwelthöhle ausschalten. Genau, das wird auch mitgespeichert. Das heißt, wenn man jetzt hier speichert und rausgeht und dann wieder das Spiel lädt, dann sind die Knöpfe auch noch weiter so erhalten. Wir können das ja jetzt mal anschauen. Also wenn wir jetzt hier mal einfach graben. Ich habe jetzt mal die Schwefelhöhlen an und Höhlengenerierung auch. Und dann graben wir mal. So. Dann sollten hier Schwefelhöhlen generiert werden. Da. Da ist jetzt schon die erste Schwefelhöhle generiert worden. Und die bleibt da jetzt halt auch, egal was man dann in der Einstellung hier einstellt. Man könnte dann jetzt hier zum Beispiel auch schon Lavahöhlen generieren lassen. Man kann auch eine Kombination machen. Jetzt müssen wir hier erstmal kämpfen. Also man kann jetzt halt auch sagen, okay, wir lassen jetzt random alle Höhlen, oder wir lassen mal die Urwaldhöhlen raus und die Schwefelhöhlen, sagen wir Kristallhöhlen oder Lavahöhlen generieren lassen und dann lassen wir hier mal weiter graben und dann sollten hier unten dann auch Höhlen von der Lava-Welt bzw. der Kristallwelt erscheinen. Schauen wir mal, ob da was passiert jetzt. Kann auch sein, dass hier eine sehr große Höhle jetzt generiert wurde. Ne, da, guck. Jetzt hat man hier schon Kristall und hier Lava. Hat man sogar beides auf einmal. Das geht halt auch mit der Mod. Das ist ganz cool. Ist schon witzig, dass man auch mit einer Öffnung hier das alles generiert wird. Ja, und viel mehr, achso, man kann natürlich dann auch die Höhengenerierung ausschalten, hatte ich ja auch erzählt, dann wird halt einfach nichts generiert. Das ist vor allem cool, wenn man irgendwie Base-Building macht, dann kann man halt, ohne da jetzt nur diese, man macht zwei Dinger weiter und wenn sie gegraben sind, dann wieder zwei, das war ja früher die Taktik. Moment, müssen wir hier kurz sie retten, also wenn man jetzt hier weiter gräbt. Also ich weiß jetzt nicht, was das da ist, dieses Ding da, aber ansonsten, wenn man jetzt hier weitergräbt, dürften keine neuen Höhlen generiert werden. So. Hallo? Graben die jetzt? Okay. Sie graben jetzt. Ja, genau, also eigentlich, ja, für Space Building super, wenn man halt
die Höhlengenerierung kurzzeitig ausschalten kann. Das bei der Kampagne, da ist dann das Problem, dass man bei dem Weltenwechsel aufpassen muss, dass man hier die richtigen Höhlen angeschaltet hat. Ja, das hat man vielleicht im Let's Play auch teilweise mal gesehen. Ja, hier werden jetzt keine Höhlen mehr generiert. Genau, und sobald man das dann halt wieder einschaltet, ich lasse immer noch ein bisschen graben, dass man sieht, dass wirklich nichts generiert wird. Wenn es jetzt wieder einschaltet, dann sollte dann auch wieder eine Höhle kommen. Da ist schon die nächste Höhle. Also das läuft ganz zuverlässig und auch, ja, on the fly, wie man so schön sagt. Und, oh Gott, das müssen wir nicht schon wieder kämpfen. Genau. Und auch für Sandkastenspiele zum Beispiel, jetzt das ist hier zum Beispiel gerade ein Sandkastenspiel im Urwald, da kann man natürlich dann auch andere Höhlen generieren lassen. Da kann man sich dann selbst sagen, okay, bis zu dem Punkt spiele ich halt mit Urwaldhöhlen und dann ab einem bestimmten Punkt sage ich, okay, es kommen auch Schwefelhöhlen dazu und so weiter. Da kann man so ein bisschen die Kampagnensituation nachspielen, aber muss halt keine Kampagne spielen, wenn man die Story nicht will oder nur Basebuilding machen will. Sowas. Also das ist auf jeden Fall ganz praktisch und cool. Und ja, so sieht das aus. Viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Und wenn ihr dazu Feedback habt, wisst ihr ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, hier sterben meine ganzen Zwerge weg. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.